Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Wir machen heute wieder eine Mission für diesen Diaz, mit dem wir letztens schon eine Mission gemacht haben. Und vielleicht danach noch die Telefonmission. Mal schauen. Lasst ihr durch die Unterführung fahren, macht ja jeder. Und natürlich haben wir auch wieder die beste Karre in ganz Vice City, die auch absolut nicht behindert klingt. Naja, aber was will man machen, ne? Die auch wieder ein super Handling hat, wie man hier sieht. Aber vielleicht reicht es aus, um die Karre hier zu stehlen. So. Komm, komm, steig aus. Danke. Naja, der Krankenwagen kann da auch nicht mehr viel tun. Was? Habe ich da gerade ein unlauteres Wort gehört? Naja. Kann man auch verstehen bei den sozialen Verhältnissen hier. Ganz Vice City ist ja nur eine einzige Verbrecher- und Kriminellenstadt. Von oben bis unten. Alles mit Verbrechern und Kleinkriminellen zuzementiert. Und wir befinden uns mittendrin. Gut, also da sind wir wieder bei der Villa. Mal schauen, was es heute zu tun gibt. Steig aus, danke. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin, Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Okay, hier werden schon Pläne geschmiedet, um Diaz zu entmachten. Und wir müssen aber vorher noch eine Mission für ihn erledigen. I don't know, I always kinda liked it. Quentin Vance, Vance. Your name's Lance Vance? Hey, I got enough of that in school. Lance Vance, poor bastard. Where the hell are we headed anyway? Prawn Island. Man kann auch nicht über die Brücke fliegen. Nein, man muss unter die Brücke durchfliegen. Okay, üben wir mal ein bisschen. Gut. Also dann schauen wir mal. Was läuft uns denn da heute vor die Was ist hier? Und noch einer, danke. Okay, da geht's anscheinend weiter. Gut. Wo ist, ah, da ist einer. Wo sind die nächsten? Ja, unser Heli ist schon leicht angekratzt, aber das sollte noch zu machen sein. Komm, stirb, danke. Du bitte auch. Du auch. Bei euch hau ich noch die Karre um. Da hinten auch noch. Und auf dem Sportplatz da hinten, euch kriege ich auch noch. Sind da irgendwo noch welche? Nee. Gut, der wäre auch hinüber. Schön langsam wird ein bisschen Fahrt. Take them out!
wenn ich doch nur treffen würde. Gut. Offenbar sind hier mehrere Gebäudekomplexe mit Gegnern drin, aber das soll uns nicht stören. Umso besser haben wir ein bisschen was zum Rumspielen. Jo, danke. Und los geht's. Wo seid ihr denn? Einmal, zweimal, dreimal. Gibt's hier noch welche? Ah ja. Ja, ist genau nicht, ne? Der nächste ist hinüber. Hier schießt irgendwo noch einer, da oben nämlich. Der hat da links geschossen. So, da. Und du bitte auch noch. Danke. So, das Geld war da oben. Vorher noch ein kleines Feuerwerk starten. Da damit auch noch. Und jetzt das Geld abholen. So, und ein Heli geht wieder zurück zu dir, wie es scheint. Jo, zwei Riesen haben wir bekommen, schön. Und ich würde sagen, da machen wir dann das nächste Mal weiter. Ach komm, fahr zu, danke. Tja, offenbar haben wir jetzt den Hauptschuldigen für das Misslingen unseres Deals gefunden. Und offenbar haben wir auch schon Verbündeten, um diesen aus dem Weg zu räumen. Mal schauen, wie es so läuft. Mal schauen, ob das unseren Boss befriedigen wird, dass wir dann den Typen erledigt haben. Oder vielleicht läuft die Story auch ganz anders, als man jetzt denken wird. Kann ja auch sein. Halt, erstmal andere Klamotten anlegen. Erstmal. Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, Senor, I believe you are a man who can get things done. So please help me. You can find me at the boat, huh? Okay, machen wir. Aber erst in der nächsten Folge. Gut, wieder einen schönen Anzug angezogen. Ja, und dann werden wir in der nächsten Folge diesen aufdringlichen Kerl da mal Besuch abstatten. Mal schauen, was der Ehrenmann wieder zu bereden hat. Ich will da gar nicht rein. Wieso steigt der da unten in die Karre ein? Verstehe ich nicht. Na, okay. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.